Leute, heute sind wir wieder am Start mit einem weiteren Video zu Battlefield 4. Und dabei geht es um die zweite Waffe des DLC Second Assault. Als zweite Knifte habe ich heute die AS Val mit im Gepäck. Dieses russische Sturmgewehr wird vor allem in russischen Spezialeinheiten und Spezialkräften der Armee eingesetzt. Das Besondere an dieser Waffe ist der bereits integrierte Schalldämpfer. Auch die AS Val ist ein altbekannter aus Battlefield 3 und wurde dort vor allem zu Ende der Entwicklungs- bzw. Patchphase gern benutzt, da sie durchaus entsprechende Nutzen zeigte. Freischalten lässt sich diese im PDW-Bereich angesiedelte und damit für den Pionier verfügbare Waffe im Rahmen des Assignments Co-Pilot. Hierbei müsst ihr 10 Squad Repairs vorweisen. Dabei ist zu erwähnen, dass es sich um 10 vollständige Reparaturen handeln muss. Des Weiteren müsst ihr insgesamt 10 Minuten in einem Helikopter verbringen. Die AS Val ist die einzigste der neuen DLC-Waffen, welche man bisher auf herkömmliche Weise freischalten und benutzen kann. Alle anderen Second Assault-Waffen können bisher nur auf einem Unranked-Server benutzt werden. Jetzt wo wir wissen, wie wir das gute Stück bekommen, geht es ans Eingemachte, an die Stats. Die Waffe besitzt eine Magazingröße von 20+1 und eine Nachladezeit von 1,95 Sekunden im Rahmen des taktischen Reloads und 2,9 Sekunden beim leeren Magazin. Die recht schnelle Nachladezeit ist wünschenswert und wird auch oft greifen, da ihr aufgrund der Magazingröße eure Kugeln schneller verschossen habt, als ihr schauen könnt. Ein weiterer Faktor, der darauf enormen Einfluss nimmt, ist die Kadenz der AS-Wahl. Diese steht nämlich bei 900 Schuss in der Minute und macht sie damit zusammen mit der CZ Scorpion zu der Waffe in Battlefield 4 mit der höchsten Feuerrate. Als Munition verschießt sie dabei die sogenannte Heavy Subsonic 9x39mm SP6 Munition in den beiden Feuermodi voll- und semiautomatisch. Diese Feuerrate macht die Waffe vor allem im Close-Quarter-Kampf enorm tödlich. Dazu, zu dieser Tödlichkeit, kommt ein entsprechend hoher Schaden. Die AS Val verursacht nämlich 30 Schaden pro Treffer bis zu einer Entfernung von 8 Metern, welcher dann jedoch relativ schnell auf einen Wert von 17 Schaden nach 50 Metern abfällt. Dies bedeutet für die Kopfrechner unter euch maximal 2 Schuss in den Kopf, 4 Schuss in den Brustbereich und 4 Schuss in die Extremitäten sowie auf das Body Armor Upgrade, um auf entsprechende Entfernungen das Ableben eures Gegenübers zu garantieren. Die angesprochene hohe Feuerrate lässt euch wahrscheinlich eins erahnen. Yep, ein recht hoher Rückstoß. Dieser zeigt sich schon allein anhand des First-Shot-Multiplikators von 3,5, welcher damit 0,5 Punkte größer ist als der einer F2000, was aufgrund der 50 Schuss höheren Feuerrate einhergeht. Auch bei der AS Val heißt es hierbei gegenlenken und zwar ständig. Gegner, die direkt vor euch stehen, könnt ihr auch aus der Hüfte unter Feuer nehmen, jedoch solltet ihr immer die Magazinkapazität im Hinterkopf behalten, denn die Val besitzt mit ihrem 20+1 Magazin mit das kleinste aller vollautomatischen Waffen im Spiel. Da kann ich euch nur raten, auch hierbei stets kurze Feuersalven abzugeben, um damit gezielte Treffer zu landen und somit auch Munition zu sparen. Des Weiteren solltet ihr auch auf weitere Distanzen eher sparsam mit der Munition umgehen. Die Waffe besitzt zwar einen Einzelfeuer, jedoch sinkt der Schaden auf größere Reichweiten schnell ab und lässt euch oftmals eure Munition ins Leere gehen, welche ihr für den nächsten Gegner im Nahkampf hättet brauchen können. Wenn wir zu den Attachments kommen, ist erst einmal anzumerken, dass ihr in Bezug auf all die anderen Second Assault Waffen bei der AS Val eine geringere Auswahl an Möglichkeiten besitzt. Die Waffe verfügt über einen integrierten Schalldämpfer, welcher vor allem in Kombination mit einem recht hohen Schadensoutput auf kürzere Entfernungen einfach abgefahren ist. Als weitere Attachments benutze ich eine übersichtliche Visierung im Rahmen eines Red Dot Sights sowie einen Laser, um die Genauigkeit im Hüftfeuer und damit das tödliche Potenzial der AS Val im Nahkampf noch weiter zu verstärken. Als Grifferweiterung nutze ich den angewinkelten Griff, um den Rückstoß entgegenzuwirken und der Waffe mehr Stabilität zu verleihen. Die AS Val besitzt zu Beginn eine entsprechend höhere Lernkurve im Vergleich zu den anderen Waffen. Der recht hohe Rückstoß in Kombination mit einem kleineren Magazin machen die Waffe nicht gerade zu einer Go-and-Kill-Waffe. Natürlich wäre hierbei eine Magazinerweiterung, wie es in Teil 3 der Fall war, für den einen oder anderen wünschenswert. Denn wie bereits erwähnt, die hohe Feuerrate ist in Nahkampfsituationen Gold wert, jedoch lässt sie euer eh schon kleines Magazin noch umso schneller leer werden. Deshalb auch hier der Tenor, gezielte und kurze Feuersalven auf Entfernungen außerhalb des Close-Quarter-Bereiches.
Sobald man jedoch den Rückstoß entsprechend kontrollieren kann und das Schadensmodell verstanden hat, macht diese Waffe ungemein Spaß und besitzt die Fähigkeit einer ordentlichen Arschversohlungsmaschine. Das war mein erster Eindruck und Guide zur Auswahl der neuen PDW in Battlefield 4's DLC Second Assault für den PC. Wenn ihr mehr solcher Guides und Videos haben möchtet, dann liked und abonniert meinen Kanal und bleibt damit immer auf dem Laufenden, was Battlefield 4 und andere Shooter anbelangt. Des Weiteren würde mich interessieren, was ihr von der Auswahl haltet. Wenn ihr sie noch nicht gespielt habt, kann ich euch nur raten, ihr eine Chance zu geben und sie auszuprobieren. In diesem Sinne, behaltet euer Ziel immer im Auge. Euer Lost.